herzlich willkommen zum kulinarischen Adventskalender 2015. Heute habt ihr das 16. Türchen geöffnet und dort findet man meine Art der Zubereitung eines Crème Brûlée. Dieser französische Dessertklassiker ist die ideale Ergänzung eines jeden Weihnachtsbratens. Wo es bekanntsam ratlich sein könnte, keine Kalorien zählen zu müssen. Oder vielleicht doch. Und hier sind die Zutaten. Wir brauchen Sahne, Milch, Zucker, Eier, eine Prise Salz und eine Vanilleschote. Kurz vor dem Anrichten kommt noch eine weitere Zutat hinzu, und zwar brauner Rohrzucker, der dann karamellisiert wird. Als erstes fülle ich mir mal die Flüssigkeiten ab. 400 Milliliter von der Sahne, 100 Milliliter dazu von der Milch. Jetzt kommt hier der Zucker rein, 80 Gramm in dem Falle. Und die Vanilleschote, die drücke ich mir hier erstmal so ein bisschen platt. Und dann schneide ich sie auf. Dann gehe ich mit dem Rücken des Messers entlang und hole das Mark raus. Beide Seiten natürlich. Die beiden ausgekratzten Teile kommen mit in die Milch. So, und jetzt wird das Ganze verrührt. Und hier kommt jetzt meine Sahne, Milch, Zucker, Vanillemischung rein. Allerdings soll die nicht kochen, soll nur erwärmt werden. Und ehe wir es vergessen, eine Prise Salz. Als nächstes trennen wir die 5 Eier. So, und quirlen die jetzt etwas auf. So, unsere Sahne ist soweit und kommt jetzt vom Feuer. Der Topf kommt jetzt zum Abkühlen auf den Balkon. So, die Sahnemischung hat sich etwas abgekühlt. So, und jetzt wird das Ganze hier reingegossen. Ich habe die Eier umgefüllt in diesen Kippbehälter. Dann lassen sich meine kleinen Förmchen auch schneller und einfacher befüllen. Und unter ständigem Rühren gebe ich jetzt die Sahnemischung dazu. Jetzt kommen auch schon die Förmchen. Zugegebenermaßen, die sind etwas sehr niedlich, aber nun gut, Crème Brûlée Förmchen. So, wenn wir das hier gut umgerührt haben, füllen wir es in die Förmchen. So, wir sehen, wir kriegen also noch mindestens nach nochmal zwei Förmchen zusammen, aber jetzt kommen die erstmal in den Ofen. So, der Ofen ist auf 140 Grad vorgeheizt und ich stelle jetzt hier meine Förmchen auf das Backblech
So, bevor wir starten, fülle ich jetzt hier, ich habe mit dem Wasserkocher circa 1 Liter Wasser heiß gemacht und fülle jetzt die Form so weit auf, dass die Förmchen so in etwa halb voll bedeckt sind. Jetzt kommt das Ganze zu und wie gesagt 30-35 Minuten. So, es waren schlussendlich 35 Minuten und meine Crème Brûlée ist soweit gestockt. Und ich nehme mir jetzt hier einen Tortenheber und versuche, das Fändchen herauszubringen. Und wir sehen von der Konsistenz, es ist wunderschön gestockt. So, jetzt kommt es für wenigstens nach 4 Stunden in den Kühlschrank und dann geht es weiter mit dem Karamellisieren des Zuckers. Dann nehmen wir uns hier den braunen Rohrzucker und streuseln den hier drüber. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und die Ränder nicht vergessen. Schütteln wir ihn ein wenig, damit er sich verteilt. Jetzt machen wir uns den Brenner an und gehen vorsichtig auf die Zuckerschicht und versuchen das Ganze gleichmäßig zum Schmelzen zu bringen. Da ist man zu Anfang etwas vorsichtig, aber man merkt schnell, wann der Zucker anfängt zu karamellisieren und dann wird man auch etwas mutiger. Man muss aufpassen, dass es nicht verbrennt. Dreht man das Ganze. Wenn es denn so eine goldbraune Farbe annimmt, ab da sollte man dann wirklich vorsichtig werden. Und fertig ist unser Crème Brûlée. Alle bisherigen Türchen, bis heute quasi, findet ihr die Links unterhalb des Videos in der Infobox oder eben am Schluss. Ganz speziell möchte ich mich bei Matze bedanken. Das ist der YouTuber von Schmormaus TV, der diesen Kalender organisiert hat und der sehr viel Liebe und Arbeit da reingesteckt hat. Ja, ansonsten, was soll ich viel sagen? Es gibt bald wieder ein Video auf meinem Kanal, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind ja auf meinem Kanal. Es gibt bald wieder ein Video außerhalb des Adventskalenders und ich kann nur so viel verraten. Es wird wieder sau lecker. Also, bis dann, Freunde, und ja, weiterhin eine schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachten.